Bilder aus einem französischen Schlachthaus, heimlich gefilmt von der Tierschutzvereinigung L214 aus Lyon. Sie sagt, dies sei die Regel. Immer wieder hat sie solche Videos veröffentlicht und damit in Frankreich eine Debatte losgetreten. Die Behörden schlossen mehrere Schlachthäuser, eine parlamentarische Untersuchung startete. Selbst für viele Landwirte waren die Bilder ein Schock. Philippe Notin ist Biobauer in der dritten Generation und Kleinaktionär bei dem Schlachthof, in dem er seine Tiere töten lässt. Dadurch könne er mitreden bei dem, was dort passiert, sagt er. Was empfindet er, wenn er seine Tiere zum Schlachten bringt? Ein Tier, das zum Schlachthof fährt, das sind mehr als 1000 Euro für uns. Das Geld brauchen wir zum Leben. Das haben wir von Anfang an im Kopf. Wenn das Tier geboren wird, wissen wir, wie es enden wird. Aber unser Wunsch ist auch, dass das Tier unter den bestmöglichen Bedingungen dorthin kommt, mit so wenig Stress wie möglich. Und wenn man als Bauer Tiere sieht, wie sie in manchen Reportagen gezeigt werden, misshandelt, da kriege ich so einen Hals. Weltweit werden Millionen Nutztiere täglich für den menschlichen Verzehr getötet. Laut L214 gibt es keinen humanen Weg, Tiere zu schlachten. Wir wollten uns selbst ein Bild am Ort des Geschehens machen und sehen, inwieweit das Wohlergehen der Tiere in den Schlachthäusern eine Rolle spielt. Es ist nicht einfach, in ein Schlachthaus hineingelassen zu werden. Aber wir konnten den Leiter des Schlachthofes von Corbas in der Nähe von Lyon überreden, uns einzulassen und zu zeigen, was dort gemacht wird. Jedes Jahr kommen fast 60.000 Tiere hier hinein und 6.000 Tonnen Fleisch hinaus. Nach französischen und europäischen Standards ein mittelgroßer Schlachthof. Um 5 oder 6 Uhr morgens wird mit dem Schlachten begonnen. Die Tiere kommen tags zuvor an. Man sagte uns, dass sie maximal 12 Stunden in den Verschlägen warten, bevor sie getötet werden. Dass sie dort Wasser bekommen, aber kein Futter. Für die Kühe und Kälber benutzen wir ein Gerät, das wir Matador nennen. Ein Apparat, der mit einer Platzpatrone einen Bolzen heraustreibt und dieser betäubt das Tier und durchstößt dessen Schädel. Klappt das jedes Mal gleich? Das klappt nicht immer gleich beim ersten Mal. Das hängt vom Tier ab, ob es sich bewegt und von der Geschicklichkeit des Schlächters. Welche Regel gilt, wenn es nicht klappt? Wiederholen. Streitpunkt ist vor allem die Betäubung. Wie oft es nicht klappt, ist nicht zu beziffern. Und bei der rituellen Schlachtung nach islamischen und jüdischen Regeln wird auf die Betäubung im Allgemeinen verzichtet, je nach nationaler Gesetzeslage. Die Gegner prangern an, dass die Tiere dadurch noch mehr leiden. Rituelle Schlachtung, das Schächten, ist in Frankreich legal und weit verbreitet. Im Schlachthof von Corbas werden 60% der Tiere auf diese Weise getötet. Bei der rituellen Schlachtung, koscher oder halal, wenden wir im Grunde dieselbe Methode an, auch wenn es Unterschiede zwischen beiden gibt. Das Tier kommt in eine Art Falle. Es wird durch mehrere Klappen festgehalten, dann umgedreht und dann kommt der sogenannte Opferer, der das Tier durch Kehlenschnitt ausbluten lässt. Das Tier bleibt mindestens 45 Sekunden in dieser Falle, die Zeit, bis es das Bewusstsein verliert. Danach fällt es auf den Schlachttisch und man wartet noch eine gewisse Zeit, bis es hochgezogen werden kann und dann völlig ausblutet. Die Schlachtung ist in der EU gesetzlich geregelt. In der Verordnung zum Tierschutz heißt es: Jede an der Tötung von Tieren beteiligte Person sollte die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Schmerzen zu vermeiden und den Stress und das Leiden für die Tiere beim Schlachten so gering wie möglich zu halten. Überwachung durch Amtstierärzte ist Pflicht. Sie müssen auf Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit achten. Außerdem müssen die Schlachthöfe abhängig von ihrer Größe einen Tierschutzbeauftragten einstellen.
In keinem Fall ist ein Schlachthaus ein Ort der Barbarei. Es sind Menschen, die dort arbeiten, die ihren Beruf lieben. Es sind Profis, Schlechter wie Kontrolleure. Die Bilder, die wir gesehen haben, sind schockierend, unerträglich und es wird dem nachgegangen, das ist außer Frage. Aber diese Bilder sind absolut nicht repräsentativ für das, was im Schlachthaus passiert. Wir durften zwar im Schlachthof filmen, doch Bilder vom Ausbluten wollte der Leiter uns und der Öffentlichkeit ersparen. Wir sprachen aber mit den Schlächtern und mit den Schächtern, die zu manchen Zeiten massenweise Tieren die Kehle durchschneiden. Was Sie von den Horrorvideos der Tierschutzvereinigung L214 halten? Das ist Unsinn. Ja, das kann mal vorkommen. Ich sage das immer, wenn man da irgendwen in den Verschlag lässt, wenn der gerade genervt ist, dann wird er das an den Tieren auslassen. Das kann mal vorkommen, aber nicht sehr oft. Vielleicht einmal in 10 Jahren. Der Zusammenhang zwischen Gewalt und Schlachten beschäftigt auch die Sozialwissenschaftler. Für die Soziologin Catherine Remy vom französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung liegt Gewalt in der Natur des Schlachtens. Doch der Industrialisierungsprozess mache es noch schlimmer. Bei diesem Industrialisierungsprozess des Tötens wird gelegentlich vergessen, dass es sich um Lebewesen handelt. Man glaubt, man könne das Tier wie irgendeine Ware auf dem Fließband behandeln. Wir haben da Leute, die 100, 200 oder 300 Mal am Tag ein Tier abstechen. Das ist enorm, etwas sehr, sehr Heftiges. Und das verschärft die Frage der Gewalt noch. Auch Biobauer Notin sieht das Problem in der Masse. Massentierhaltung und Massenschlachtung schadeten nicht nur den Tieren, sagt er. Sie seien auch nachteilig für diejenigen, die das Fleisch essen. Schon die Fleischqualität. Ein Tier, das keinen Stress hatte, entwickelt auch keine Gifte in seinem Fleisch. Ein Tier, das misshandelt wird, wenn zum Beispiel Tiere mit Stöcken geschlagen werden, dann bekommen sie Hämatome. Wir, die wir unsere Charolais-Kühe verarbeiten, wenn wir einen blauen Fleck sehen, dann wird das Stück Fleisch weggeworfen. Das ist dann ein Verlust. Das Problem, Bioware, vor allem Fleisch, ist deutlich teurer als Massenware. Nicht jeder Verbraucher kann oder will sich das leisten. Will er stattdessen lieber jede Woche von einem neuen Skandal hören, der Verbraucher? Es vergeht kein halbes Jahr, ohne dass wir einen Skandal haben in der Lebensmittelindustrie. In der Lebensmittelindustrie. Industrie für etwas, das wir essen. Meiner Meinung nach hätte man niemals den Begriff Industrie für etwas Lebendiges einführen sollen. Das Wort Industrie, das ist reserviert für Eisen, Blech und für Autos.